München ist wahnsinnig dicht bebaut und dazu kommt noch sehr viel Industrie. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Stromverbrauch auf einer sehr kleinen Fläche. München. Fast 1,5 Millionen Einwohner teilen sich die Stadt mit Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Für erneuerbare Energien bleibt da kaum Platz. Trotzdem haben sich die Stadtwerke ehrgeizige Ziele gesteckt. Sie wollen bis 2025 in eigenen Anlagen so viel Ökostrom erzeugen, wie die Stadt benötigt. Pro Jahr ca. 7,5 Milliarden Kilowattstunden. Produziert wird dieser europaweit, etwa in Spanien oder an der Nordsee. Doch damit nicht genug. Nach der Stromversorgung soll bis 2040 auch die Wärmeenergie Münchens zu 100% nachhaltig erzeugt werden, überwiegend mittels Tiefengeothermie. Das ist für uns natürlich auch eine ganz wichtige Zukunftssicherung. Über 5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen wollen die Stadtwerke München damit jährlich einsparen. Ehrgeizige Ziele für eine solch energiehungrige Stadt. Ökostrom ist, glaube ich, inzwischen in Deutschland was Selbstverständliches mehr oder weniger für die Leute gewesen. Wenn ich davon spreche, dass wir die Wärmeversorgung auf Erneuerbare umstellen, da werde ich immer noch angeschaut wie ein Alien. Also da sind wir schon noch ziemlich exotisch.